Oh yeah. Ah yeah, yeah. Novel Land Pendejos. Pendejo, Pendejo. Ey, was geht ab? Mein Name ist Hakim. Mein Name ist Prodi Jam. Mein Name ist Cenk. Cenk, straight out of Quarantäne. Und Quarantäne. Immer noch. Ah, und es geht mir immer besser. Und wir sind bei Folge 9. So schnell geht das. Krass, oder? Wir haben 13. Jubiläum. Amena Zikizak. Kauft ihr mir ein Geschenk, oder? Bei 10? Ja. Ja, ich glaube, das Geschenk hätten wir dir gerne gekauft, aber es ging nicht. Du hast ja selber heute nicht geschafft. Klar, wenn du uns auch ein Geschenk kaufst. Jetzt hab ich einen Salat. Ey, ich hab so richtig Dings, wo wir bei Geschenke sind. Ich hab im April Geburtstag. Ja. Und ich feiere einen sehr großen Geburtstag. Und ich finde das scheiße. Du kannst jetzt, weißt du was, erzähl mal die Background-Story. Eigentlich wolltet ihr ja zu deinem Geburtstag weg. Wir wollten nach Lissabon fahren, fliegen. Ja. Das natürlich voll die Überraschung war. Und ich habe natürlich für mein Ticket nicht selbst bezahlt. Richtig Flop. Und jetzt richtige Corona, Flop-Freunde habe ich, Bruder. Jetzt, Corona hat uns gefickt, Alter. Aber das bedeutet, ihr müsst jetzt rüber schwimmen. Das ist auf jeden Fall voll der Flop. Ich bin voll... Richtiger Flop. Aber ich habe also heute... Also es wird eine FaceTime-Party also das, anscheinend. Das, was die ja nochmal, ich glaube, einen von uns schon gesagt haben, die Tickets... Die können jetzt irgendwie mit Gutscheinen oder so, können die das verlängern bis 2021. Bringt aber viel, wenn Eurowings pleite geht. Bro, das Krasse ist, mein Bruder hat ja da angerufen. Und genau. die zu dem, ja, sie kriegen einen Voucher für, keine Ahnung, Ende des Jahres oder so ein Bullshit. Und dann die so, der so, ich will aber mein Geld zurückhaben. Und die so, ja, ich würde ihnen empfehlen, lieber den Voucher zu nehmen. Der so, warum? Ja. Der so, ja, wer weiß, ob wir noch Ende des Jahres Eurowings noch gibt. Die selber vom Service, Bruder. Ja, das Problem ist ja eigentlich, dass die Leute, wenn die jetzt alle auf den Gutschein verzichten und die Geld haben wollen, gehen die safe pleite. Ja, dann gehen die safe pleite, ja, das stimmt. Und aber den Gutschein kannst du dir trotzdem auszahlen lassen. Wer soll das Geld denn schon kriegen? Also die gehen so oder so pleite. Bro, ich wollte nur eine Sache. Einen vernünftigen Geburtstag, Bruder. Ja. Also echt, ich mach alles immer wirklich so aus Herzen und ihr wisst, wir sind 10 Jungs, ich mach immer alles. Der Aumann hatte eine Aufgabe, Bruder, mir einen vernünftigen Geburtstag zu machen. Wow. Hätte der Corona nicht aufhalten können, Bruder. Aumann hat's wieder verkackt, Alter. Aumann, du hast es verkackt. Ja. Nein, Bruder, mach ruhig. Und? Ich wollte jetzt nicht. Aumann, aber du hast Bruder, wir sind Moslems, wir feiern keinen Geburtstag. Genau, ist haram, Bruder. Das ganze Ding ist eigentlich, der Witz bei der ganzen Sache ist, wir hatten Tickets alle besorgt, bis auf mich. Ey, Cenk, Junge, du warst es. Der Cenk wusste über alles Bescheid. Der hat einfach kein Ticket gekauft. Du warst richtig schlau gemacht, Bruder. Boah, jetzt muss ich, ich darf nicht so viel über alles erzählen. Nee. Ich darf nicht so viel sprechen darüber. Ihr wisst aber Bescheid. Ich werde meine Fresse an der Stelle jetzt hier nicht mehr halten. Bruder, ich kann nicht alles erzählen, weil sonst werden die Leute mich ficken. Die werden mich ficken, Bruder. Du weißt, für wen Nein, ich arbeite. Nein, wir wollten ja eigentlich nach L.A. mit ihm. Ja, das war auch natürlich die andere. Das war ja eigentlich auch noch der Crossplan. Dann, dass er dann nach L.A. dann zu euch rüberkommt direkt. Aber das hat ja alles nicht mehr funktioniert. Ja, das war komplette... Wir sind auf jeden Fall im Arsch. Ey, Bruder, du siehst ein bisschen müde aus heute. Ich bin tot, Bruder. Ich bin richtig tot, weil... Erzähl, ich war bis 9 Uhr wach, Bruder, damit ich diese fucking scheiß neue Collabo... Bis 9 Uhr morgens hast du bis 9 Uhr morgens, Bruder, damit ich nicht verschlafe. Warum hast du nicht einfach im Wecker Also du gehst ja eh nicht früh schlafen. Nein, Bruder, ich bin so um 4 Uhr, 5 Uhr bin ich müde geworden. Dachte ich mir, boah, wenn ich jetzt pennen gehe, drück ich den Wecker weg. Ich wollte diesen fucking neuen Schuh haben von Nike und Stussy, Alter. Und nicht nur den Schuh, die haben auch so einen geilen Tracksuit, Alter. Stussy, also dieser Stussy? Stussy, genau. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ja, ich auch nicht. Stussy, Stussy. Also, und das Stussy. War so eine Collabo. Collabo, Bruder. In 7 Minuten war dieser verdammte Schuh ausverkauft, Alter. Boah. Hass. Das ist ja krasser wie Drake-Konzerte, Bruder. Das Problem ist, ich bin noch in Hajo, weißt du? Das ist Quarantäne, Bruder. Das heißt, die wachen eh alle auf und greifen zu. Jetzt, Bruder, der Schuh kostet, der hätte bei Nike 150 gekostet. Ja. Boah. Weißt du, was der nach 650. Ja, Bruder, nach 3 Stunden 320 Euro, Alter. Boah. Weißt du, was ich meine? Also irgendwelchen Seiten, ne? So Seite. Apropos Drake-Konzert. Habt ihr das Baby von Drake gesehen? Alter, das ist doch safe. Ohne Witz jetzt. Der hat doch einfach das Kind von Boris Becker adoptiert. Ja, Mann, eiskalt. Das kann doch nicht sein, Alter. Das ist normal. Ey, aber habt ihr die Olle auch gesehen? Schuschnecke vegan. Ja, aber guck mal, aus diesen beiden kann doch nicht einfach blond rauskommen. Das, ja, doch, das stimmt was nicht. Die Mutter von Drake ist doch blond. Ah. Ja, und? Der ist doch Half-Cast, Bruder. Der ist doch ja, klar, aber trotzdem, so? Das Kind sieht einfach aus wie Boris Becker, sein Sohn, Alter. Der hat einfach nur die Lippen davon. Der sieht einfach aus wie Drake in Albino. Das Problem ist, wo kommt... Ich check nur nicht, wer ist die Alte? Bruder, die ist irgendeine Olle aus England.
Der hatte wohl öfter wohl so ein Techtelmechtel mit ihr wahrscheinlich. Ich dachte mal Drake. Ne? Ich habe mit Drake lange nicht mehr telefoniert. Oh, Habibi. Ey, weil ich dachte immer, der hat doch irgendwas mit dieser Schwester von Kim Kardashian irgendwas. Bruder, der hat jede gefickt. Wenn der du Drake bist, jede, ne? Ja, ne? Rihanna. Dann kannst du dir einfach so eine Liste machen, die du abarbeiten kannst. Genau, Rihanna auch, ne? Ja. Alter. Wahrscheinlich hat er sogar Sandra Bullock gefickt. Aber echt. Kennst du so die ranzigen. So einfach nur, damit er sagen kann, okay, Top 10 Liste. Hab ich auch. Dadurch. Die alte Schule habe ich auch durch. Alter Schwede. Ja, ey, es ist immer noch Dings. Blondes Baby, Alter. Es ist immer noch, Corona. Immer noch Kontaktsperre. Es ist immer noch, ich schwör's dir. Das macht doch gar keinen Spaß. Ich glaube, man merkt das auch am Podcast, dass der Cenk nicht im Raum ist. Der Vibe ist einfach nicht derselbe. Ist nicht derselbe. Ist nicht derselbe, ne? Nee, das ist ein, es ist aber auch einfach, du kriegst von außen gar nichts mit. Also ich weiß gar nicht, wie es draußen aussieht. Doch, Rap-Update. Die machen einen super Job. Ja, aber abgesehen davon weiß ich gar nicht, was draußen abläuft. Ja, frag uns. Aber echt. Frag uns. Neues iPhone kommt. Ey, 400 Euro bei Aldi, ne? Ja. Oder wie sowas? Ja, stimmt. Bei Aldi gab es jetzt auch einfach das iPhone 7, glaube ich. Ach so, genau, so war das. Genau, genau, aber das 9er kommt jetzt auch. Ja, genau. Aber das kostet so 400 Euro. Und ich glaube, das 12er kommt auch, sozusagen der Nachfolger vom 11er Pro. Ach so, Max. Muss ja Ende des Jahres safe. Ja. Ich kann mir gar nicht mehr merken. Ja, aber ey, was ist das denn für eine Verarsche, diese 9er-Geschichte? Das ist ja voll der... Warum? Es gibt doch immer diese SE-Version, diese Sparversion. Ja, aber voll unnötig. Dann auch noch so ein, ja, es sollte eigentlich erst Mitte April kommen, jetzt kommt es vielleicht doch heute. Die haben bestimmt bei der Marketingabteilung, die so, oh, warte mal, wir haben das 9er vergessen. Ja, sorry, Alter, kann sich halt nicht jeder... Wer hat die 9er übersprungen? Der Chef kam rein und meinte, wo ist der 9er dann? Alter, kann halt nicht jeder sich einen 11er leisten wie ihr, ne? Alter. Ey, warte mal, ich hab einen XS, Bruder. Ich bin noch nicht beim Elva angekommen. Echt? Nee, Bruder. Ich hab noch einen 8er. Ich bin immer noch mit 8 unterwegs. Der auch. Ich auch. Ja. Ey, aber apropos, die PlayStation 5, da wurde jetzt auch ein Preis genannt, ne? Also, aber war Fake News, ne? War Fake News? Ja, ja, war Fake News. Echt? Ich hab mich wie schon diese gefreut. Wie diese BKA-Story, ne? Immer diese Fake News. Ey, ich muss, warte mal ganz kurz, ich muss kurz Statement abgeben zu dieser BKA. Guck mal, ich sag euch was. Das war, alle sind jetzt so, auf einmal glauben die dem BKA. So Leute in meiner Liste posten, so nach dem Motto, ja, nee, Fake News. Mhm. Was BKA gemacht hat, war AfD-Niveau. Die auch nicht ganz was mies, ne? Und dann so, nee, das war gar nicht so gemeint. Ja, richtig zurückrudern einfach. Richtig. Und ich habe im Podcast noch gesagt, warte ab, nach der Welle wird irgendwas kommen, wo die zurückrudern. Die haben richtig den Flair gemacht. Boah, ja. Aber richtig. Bruder, was war da los, Alter? Ey, der Flair, ich sag dir was, ne? Guck, ey, diese Flair-Geschichte ist ein bisschen schwierig. Also für die, die es nicht wissen, der hat eine Line gedroppt, die ging irgendwie... An Jalil, an seinen Ex. An Jalil, genau, Jalil ist schwarz. Und dann hat er gerappt irgendwie, du warst Slave, also Sklave im Apple Store und dann warst du bei mir Django Unchained. Der Flair meinte, ja, der meinte das ja im Sinne von, ja, Django Unchained ist ja was Positives. Also... Der hat einfach den Xavier Naidoo gemacht. Ja, aber der hat jetzt zurückgerudert, der hat sich jetzt entschuldigt, nachdem es ein bisschen Action, glaube ich, in Berlin gab. Ey, Bro, warte mal. Ey, das wird eine krasse Sendung. Es gibt viele neue Themen jetzt. Der Jam ist einfach so von Thema zu Thema am Switchen, Bruder. Echt, Alter. Der ist so, boah, was geht ab? Weißt du warum? Weil ich will nicht in dieses Thema mit Flair mehr und das sind ja auch alles Leute, die so in nahem Umfeld haben, die mit dem zu tun und ich will jetzt auch nicht so eine krasse Meinung Nee, ich will gar haben. Keine... Halt, nur ich bedeckt. Ich fand's... Halt. Der, ja, sich bedeckt halten, der Boss. Ich wollte auch gar nicht so tief da rein. Mich hat's nur gewundert, Alter, wie krass kannst du vorher befreundet gewesen sein? Und ja, wie groß kann dein Hass danach auf einmal so werden? Nee, das Einzige ist, was ich mir denke, ist... Ey, warte mal, kannst du einen Cut machen? Warte mal, ganz kurz. Was ist das? Der Cenk atmet die ganze Zeit in das Ach Telefon so, wie ein Schwein. Der Cenk ist das, Alter. Der war so... Ich so... Nee, weil ich denke mir, hey, der Cenk kann das nicht sein, der redet ja gerade. Ich so, hey? Ich wollte schon vorhin Cut machen, aber ich hab's nicht gesagt. Leute, der Cenk atmet einfach wie so ein Schwein, Bruder. Richtig. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Alter, was ist das die ganze Zeit? Scheiß mal da drauf, Bruder. Tekashi 6ix9ine ist draußen. Yeah! Vorzeitig entlassen worden wegen Corona. Er hat Asthma. Wer ist das? Tekashi 6ix9ine? Ist das für mich einfach keine Ahnung. Tekashi 6ix9ine, weißt du nicht, wer das ist? Doch, aber also bis auf die tätowierte Fresse ist eigentlich so... Hat der einen Hit, Alter? Ja, das ist die Frage. So, der hat Hits, aber... Ja, der hat Hits, ihr kennt die nur nicht. Ja, also der ist jetzt nicht so Habibi, 30. Dann sind das keine Hits, wenn ich die nicht kenne.
also, ja, doch, der hatte natürlich Shits, Bruder. Ne, der war ich kenne nur den Song von ihm und Farid, Bruder. Ja. Nee, hat der hat doch einen mit... Nimmt Farid oder mit Nicki Minaj gemacht. Und ach ja, so. Stimmt. Der hat auch noch so ein paar Street-Hits und nee, so. Also, ich shade gerade einfach rum. Der hat schon harte Dinger so. Aber ich, also ich finde ihn jetzt nicht so also ultra krass. Aber seine Social-Media-Präsenz war ja mega. Der hat ja voll die Moves gemacht so. Allein diese Regenbogenhaare waren ja schon ein schlauer Move ja, von ihm, um aufzufallen. Ja, und, also Social-Media-mäßig halt war der auf jeden Fall so hart Nummer 1. Das kann man auf jeden Fall sagen. Was denn? Also Social Media mäßig war der auf jeden Fall so fast schon Vorreiter in dem ja, Bereich. Ja, der hat halt diese ganze neue Beef Ära in Amerika über Internet. Ja, und so, ja. Dass sie sich da aber ich kam halt nicht auf diese so komische Rap-Stil. Kam keiner klar, Alter. Auf Modern Talking kam auch keiner klar, aber die haben Millionen damit verdient mit ihren komischen hochgepitchten Stimmen und so. Oder kommt das, einfach von dem ja, auf Dieter Bohlen. Aber das ist halt so, ne? Also es gibt ja ganz viele Beispiele, wo einfach künstlerisch das Richtige aber Schrott war und die haben trotzdem damit richtig abgerissen. Ey, ich möchte nochmal zu dem... Ich will nicht hetzen, ne, Dieter, aber der hat gerade Hurensohn zu dir. Aber ich werde meine Fresse an der Stelle jetzt hier nicht mehr halten. So. Ey, apropos Dieter Bohlen. Xavier, Bruder, der hat uns richtig alle jetzt hops genommen. Bruder. Boah, der hat... Aber richtig. Aber weißt du, ich verstehe... Dieses Video von dem, ne, ist voll viral gegangen. Alle haben sich abgefuckt, bla bla bla. Jetzt gibt der das erste Mal ein Statement ab, wo der einfach bestätigt, dass der ein Hund ist. Anstatt zu sagen, ey Jungs, lass mal kurz resetten, ich hab da voll die Kacke gebaut. Ja. Also ich dachte, da kommt jetzt sowas. Dann auch noch auf einer Plattform von voll dem Rechtspopulisten. Das ist so voll der Nazi, der Typ, weißt du? Und da macht er ein Statement, ja, nee, ja, ihr habt dort recht. Und jetzt stehe ich auch noch offen dazu. Aber ich sag dir was, ich sagen will ist, ey, ich bin irgendwie, auch wenn der Typ mich null juckt, ne, ich bin irgendwie enttäuscht. Nee, ich bin froh, dass er jetzt mal so offen sagt, dann kann der Cenk nämlich seine ganzen Xavier Naidoo-CDs endlich mal wegwerfen. Die ich noch von dir übernommen habe. Du Wichser. Den kriegst du zurück. Oh shit. Nee, Mann, gibt glaube ich ein paar, ja, die sich jetzt gerade machen alle müssen. Alle Fans, fickt euch. Kann einer mal zusammenfassen, was er gesagt hat? Der hat letztendlich, eigentlich sagt er gar nichts, aber der sagt so nach dem Motto, ja, ich war bei RTL, um mein Album zu promoten oder keine Ahnung. Ich hab deren Reichweite genutzt. Ja, genau, deren Reichweite und man muss seine Meinung sagen und keine Ahnung was. Richtige AfD-Punchline. Man darf in diesem Land ja seine Meinung nicht schreiben. Also der Typ ist jetzt, also jetzt ist der Ciao, Alter. Jetzt ja, vor allem danach noch dieses Statement über Nazi-Begriffe und dass man nicht mehr Nazis, sondern er sagt jetzt zu den Nasos. Oder was, Nazi. Was? Ja, ja. Ja, der hat ja das. Ja, erklär du mal, Cenk. Ja, irgendwie, wir sagen ja Nazis zu den Leuten. Ja. So, wenn irgendeiner rassistisch sich äußert, ne, ist für uns klar ein Nazi. Und er spaltet das jetzt nochmal in Nationalsozialisten, die er dann Nasos nennt. Das heißt, die Nazis, die wir Nazis bezeichnen, die sieht er als normale Typen oder was? So habe ich das jetzt verstanden. Warum jetzt nochmal diese Begriffsspaltung? Was, Bro, was der Typ ist doch damit auf, sagen? Der ist auf Crack, Alter. Oder der ist einfach ein PIC, sagen wir. Ein richtiger Peach. Halt die Fresse. Aber ich werde meine Fresse an der Stelle jetzt hier nicht mehr halten. Begründet ist ja das Ganze irgendwie, weil er sagt, es gibt ja, laut uns gibt es ja nur eine legitime Meinung, die alle vertreten müssen. Ja, ja, und, ja, genau, das hat er gesagt. Und seine Meinung zählt ja nicht, deshalb sind wir eigentlich für ihn die Nazis. Und die das gesagt haben, das wäre ja dann SPD und Linke und das sind die wahren Faschisten. Stimmt. Genau. Sorry, jetzt hat es bei mir Klick gemacht. Das war, worüber ich mich den halben Morgen abgefuckt habe und es wieder verdrängt habe. Er sagt, dass die Linken und die SPD, die wären die eigentlichen Faschisten, weil die das gesagt hätten, weil das ja Spaltung wäre. Also richtiges AfD-Gelaber. Also einige, ja, richtiges AfD-Gelaber, Bruder. Scheiß auf den. Ich würde mich aber mal freuen über ein Interview mit Leon Lovelock und Xavier Naidoo. Ey, und die sind beide Hype-Dings, ne? Irgendwie. Kommen sehr komische Geschichten. Wer weiß, wer da noch in dieses Interview dazukommt. Hol jeden, den du willst. Egal, wer die ganze Welt soll kommen. Die Leute drehen durch.
Und du merkst jetzt, glaube ich, während der Corona-Zeit... Isst du jetzt einfach gerade Toffifee während der Show? Ja, Mann. Guck mal, du kannst ja wenigstens noch reinlangen. Ich kann ja noch nicht mal durch den Bildschirm greifen. Ja, weißt du, das Problem ist, ich habe auch richtig ins Mikrofon geschmatzt. Ich kenne jetzt auch... Ey, ich habe so übertrieben Hunger, Alter. Diese 5-Minuten-Terrine-Nudeln waren einfach nix, Bruder. Ey, man kann auch nicht rausgehen und mal eben sich einen Döner holen, Bruder. Was ist das für eine verzweifelte Scheiße, Bruder, ja? Es ist so ein bisschen... Keine Ahnung, Alter. Es ist Knast ein bisschen. Ich kann die Capri nicht mehr sehen, Bruder. Ne, Mann. Bruder. Aber Shoutouts an Alpascha. Morgens Alpascha dran, Bruder. Ja, doch, Shawarma, ja. Boah. Erklär mal, wie die den machen. Arabische Art, was ist der Unterschied? Die machen das Brot, das dünne, ganz dünne Brot, so auf frisch, ganz frisch. Dann hauen die da... So dünnem-mäßig, genau, so dünnem, aber noch dünner als dünnem. Und dann hauen die den Shawarma, das Fleisch ist anders gewürzt. Also ganz anders bei uns. Aber ist das, ich finde... Wir schmatzen richtig ins Mikrofon. wie uns einfach alle, die sagen, die Kinder, die nichts zu essen haben, wie die uns alle verfluchen. Aber echt, Alter. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Ich könnte aber auch nochmal den Fuck You-Button drücken, dann können wir alle drei nochmal Mittagessen machen. Aber echt. Ey, auf jeden Fall, die würzen das anders und dann hauen die da nur saure Gurke rein. Boah, ich liebe das, Bruder. Aber die ist auch. Genau, Knoblauch-Joghurt. Töbe, Bruder. Man sagt nicht Joghurtsoße, Bruder. Was sagt man denn? Das ist Help, Bruder. Joghurtsoße. Astagfurullah. Das ist pure Knoblauchpaste, Bruder. Erstens ist da kein Joghurt drin, Bruder. Das ist so skandalös. Ja, Bruder, danach ist dein Blutdruck aber auch bei 60 zu 20, ne? Safe. Und dann die Gurken sind noch anders. Also sind nicht irgendwie die beim Supermarkt. Warum hat er einen Herzstillstand? Der hat einfach diese Knoblauchpaste gegessen mit 28 Zehen darin. Aber ist schon geil. Boah, ich hätte jetzt Bock am Schuh, Alter. Boah. Sollen wir gleich bestellen? Boah, ja. Bringt der, liefert der? Ich könnte aber auch auf Pause drücken. Der liefert. Boah, Bruder. Ja, korrekt. Walla, ich will nicht schätzen, ne? Aber diesen Nike-Schuh, ich hätte dir den gegönnt. Ey, ich fuck mich richtig ab. Ich hätte den richtig gegönnt. Zeig mal, wie der aussieht. Scheiße, dass wir das nicht einblenden können. Wann machen wir eigentlich mit Kamera? Wenn Cenk mal aus seiner Quarantäne da rauskommt. Wenn ich da mal rauskomme. Aber wir könnten so ein Screen-Video machen und wir könnten uns dann filmen. So wie wir jetzt eigentlich hier sitzen und wir Videokonferenz machen, könnten wir das auch, also sind halt nur zwei Kameras. Wir könnten doch jetzt einfach auf Aufnahme drücken. Nee. Ach so, jetzt. Aber ich glaube, diese Fresse, ich hab meine Haare nicht gesehen. Guck mal, Bruder, die Bastard, guck mal, bei fast 340 Euro, Bruder, ist der gekommen. Boah. Zeig mal. Der sieht aber auch ein bisschen aus wie Nike Shox. So, ne? Ja, die sind von Air Zoom. Ey, kennt ihr das noch, Nike Shox früher? Wenn so die Leute, die schon so ausgelatscht hatten, dass bei den Nike Shox diese Balken komplett geplatzt sind und dann ist der Schuh so einfach so komplett nach rechts gekippt, Alter. Das war so die männliche Version von Ballerinas. Ja, aber echt. Boah, diese haben mich zerstört. Oh Mann. Ja, Mann, ey, wir... Ey, warte mal. Ganz kurz, bevor wir jetzt weitergehen, ne? Die Kardashians. Wie viele Kinder haben die? Weil ich habe ein Foto gesehen von Kim Kardashian. Drei oder vier. Mit vier Kindern. Wie? Ich kenne nur North und... Saint. Wo ist denn South und East? Und ach, diesen kommen auch noch dazu. Haben die vier Kinder? Bruder, der kann jetzt richtig schon ballern, Bruder. Der hat kriegen die im Amiland Kinder? Kim Kardashian. Bruder, in der Quarantäne kommst du auf so behinderte Ideen wie... Kinder machen. Sexy Balance. Ich guck gerade Keeping Up with the Kardashians, um mich zu outen. Ey, die haben sich da richtig gekloppt, ne, die Kim und so. Ich dachte, die sind so voll so... Ich sag dir was, Bruder, das sind asoziale, Bruder. Ja, ne? Die ist so neureich, aber die ist eigentlich wie so... Wie so bei uns aus Erftal, ja, diese Chantals. Genau, Bruder. Die erinnern schon an die. Also sie sehen auch aus wie diese Chantals aus unserem Viertel. Ne, jede zweite Folge handelt über irgendeine Charity. Irgendein Event, wo die gerade Geld spenden, eine Schule bauen, Brunnen bauen, was weiß ich. Die sollen mal Cut the Bullshit spenden, Bruder. Boah, die sollen mal kommen und mir ein Studio bauen am Rhein, Alter. Ja, und da habe ich auf jeden Fall mitgekriegt, dass ich glaube, die zweite Leihmutter jetzt auch wieder ein Kind auf die Welt bringt für Kanye. Was nochmal? Wie ist sie schwanger? Das, ich glaube, Saint ist ja per Leihmutter auf die Welt gekommen. Ach so, okay. Warum haben die den jetzt nicht East genannt? Der eine heißt ja West. Einer heißt North, ne? Die waren bestimmt schon vergeben. Aber einer heißt North, ne? Ne, die wollten kein Beef in der Familie. Eastside, West. Aber echt, Alter. Die behindert. Vor allem, der heißt ja schon mit seinem Nachnamen West. Das heißt, das Kind heißt ja schon Northwest.
Das heißt Harvard, krass, heißt Northwest. Aber wenn du West, den einen West nennst, West, West, ja. Ist auch geil. Dann meldet sich Will Smith. Aber ich weiß, was ich machen würde? Ich würde ein Kind Wild nennen und den zweiten Namen auch Wild. Ja, yeah, Wild, Wild West. Ne? Hammer, Alter. Ey, das ist krass. Wo Will Smith sagt, hat ein Interview gegeben, habt ihr das gesehen? Da sagt der, wie der da mit umgegangen ist, dass Tupac war ja der beste Freund von Jada Smith. Smith. Und der hat darüber geredet, wie der so sein Neid nicht ausleben konnte, weil der wusste, dass sie sich sein Kind aufkennen, so, weißt du? Und da merkst du so, wie den das abgefuckt hat, all die Jahre. Ja, 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 normal, Bruder. Das ist krass, weil die waren ja so Best Friends, die ja, beiden. Ja, ja, voll, voll, voll. Aber ich bin auch der Meinung, dass die nicht nur Best Friends waren, die waren Best Friends plus. Save the... Schuschnecke wie Gäste. Sexy Balance. So, für alle Kanye und Kim gibt's... Doch, die haben irgendwie so einen Koppelnamen sogar, ne? Kimye. Auf jeden Fall heißen die Kinder Northwest, Saint, dann Chicago und Psalm. Tschüss. Tschüss, Bruder. Und, Alter. Okay, ciao. Ich glaube, das Schlimmste ist, gerade ist auf jeden in Fall der heutigen letzte. Zeit Kind von irgendeinem Rapper-Paar zu sein, Alter. Ey, was ich sagen will ist, haben wir inzwischen eine Fanbase oder nicht? Doch, schon ein bisschen. Ne? Also Fanbase. Zumindest hier und da kommen auf jeden Fall ja, so ein ne? paar Nachrichten. Ich finde, weil wir sollten langsam so, ich komme ja aus Marketing, vielleicht so, ja, Interaktion, dass die mal uns Themen rüberschmeißen, über die wir auseinandernehmen können oder ja, so. Ja, dafür müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Follower bei YouTube bekommen und bei Instagram. Aber auf Instagram kriege ich schon viel. Macht mal dies, macht mal ja, das. Doch, ne? Macht mal einen Knopf von Massiv. Habibi Massiv. Macht mal einen Knopf von dem und das. Aber ich hatte einfach die zu viel. Die Hälfte davon kommt immer von Onichiwa. Shoutout an der Stelle. Echt, Alter. Aber ich hatte einfach zu viel damit zu tun, diese 2020 Bars zu hören. Bruder, boah, guck mal, ich bin ja einer von denen, ne? Ich bin ja wirklich einer von denen. Ich bin ja der Meinung, dass Ekko einer der krassen Rapper ist. Lyrisch so eine Maschine eigentlich, ne? Sexy Balance. Ja, ja, wirklich. Das muss man auch dem, muss man lassen. Keiner dem abstreiten. Aber Bro, warum wirst du auf einmal zum die Neuen sind so und die Neuen sind so und wir Alten sind die Besten und das, was jetzt ist, habe ich früher schon gemacht. Bro, liefer doch einfach ab. Spring doch auf den Zug drauf, Mann. Und seine, keine Ahnung, Mann, ich war irgendwie enttäuscht. Ach, Bruder. Scheiß mal da drauf, Bruder. gestern Abend ist noch ein Song released worden. Gestern Nacht. Yes, my man, Raph. Yeah. Yes, Hakim Golden Goal. Prodigy Jam produziert. Ich hab Maslomoto macht das Video. Ja, Mann, ich hab einen jungen Artist unter Vertrag genommen. Der ist wirklich ganz frisch, den kennt keiner. Ich hab den in die Hände von Jam gegeben. Und Jam hat schon die erste Single produziert. Und jetzt die zweite. Und da wartet noch eine geile dritte. Ja, Mann, ey, supportet das. Supportet. Das Ding ist, guck mal, Bruder. Als wir ins Geschäft gekommen sind, sind alle unsere, also alle Türen waren zu. Wir waren so, keiner wollte was mit uns zu tun haben. Wir waren einfach so die Assis aus der Siedlung mit den komischen Inhalten und keine Ahnung was. Und viele haben die Tür natürlich geöffnet, ne? Und jetzt sind wir Gott sei Dank in so Positionen, wo wir die neue Generation in die Hand nehmen können und denen auch Türen öffnen können. Und deswegen Raph ist auf jeden Fall einer davon. Ja. Und wenn ihr geile Rapper habt, mit denen ich Geld machen kann, dann meldet euch bei mir. Egal wer, die ganze Welt soll kommen. Ja, Mann, ne, Quatsch, ey, das ist wirklich, also wir... Ist auch ein geiler Song geworden. Genau. Es ist ein sehr, sehr geiler Song. Es macht wirklich Spaß. Wir, also, dass die Vorgabe ist, dass man die Songs wirklich nur dann release, wenn man die auch selber geil findet, wenn man die auch selber feiern würde. Dass man das so im Auto pumpen kann, auf den Kopfhörern, beim Training, was auch immer. Also das ist so ein bisschen universeller so. Das ist die einzige Vorgabe. Ansonsten macht ja schon ein ganz gutes Ding für Newcomer, Bruder. Der hat auf jeden Fall einen guten Weg vor sich. Ne? Und das kommt nicht über Nacht. Das wissen wir natürlich auch alle. Dafür muss man was tun. Aber er ist bereit, auch was zu tun. Und er gibt auch Gas. Und ich glaube, wenn man ihn so ein bisschen an der Hand nimmt, dann wird das schon. Weil, Bruder, uns hat keiner an der Hand genommen. Nee, wir mussten uns alles ja, selber beibringen. Wir hatten einen super langen Weg. Der richtig Absturz war, streckenweise richtig, richtig Absturz. Und das sollen die Jungs von heute auch gar nicht mehr haben. Die sollen es auch nicht zu einfach haben. Aber so ein bisschen Scheiße dürfen die schon fressen, finde ich. Ja, müssen die auch. Ich glaube, da kommst du gar nicht dran vorbei. Aber glaub mir, Alter, das werden die so oder so. Also das tust du so oder so als Künstler.
Und, was ich meine, Bruder, ist, guck mal, zum Beispiel Raf jetzt, du musst dir vorstellen, dass wir dem einen Deal besorgen konnten, Budget besorgen konnten. Jemand wie Prodi, der jetzt seit zig Jahren im Geschäft ist, dass er so eine Produktion und so ein Tool hat, das hatten wir ja nicht. Weißt du, wir mussten ja wirklich so von Kofferraum CDs verkaufen, irgendwie rausgehen. Und egal welche Position. Ich muss dich an der Stelle korrigieren. Ich hatte das, aber für mich hat der nie was gemacht. Nee, das ist ja, aber genau das ist das ja. Also auch Jam war ja zu Zeiten, wo. Bro, wenn wir jetzt die Story von Jam durchgehen. Ja, das waren einfach Zeiten, wo nichts zu holen war. Nee, es war nichts zu holen. Du musst dir vorstellen, nach außen sah das ja aus, als ob das ja so. Also zu Zeiten von German Dream oder sowas sah das ja für die Leute mal aus, die fahren alle Rolls Royce und Bentley und keine Ahnung was. Ja, nicht das, aber so bei denen geht schon ab. Genau, und keiner wusste, dass da so Struggle hinter war, weißt du? Also egal bei wem, da war ja Hustle und Struggle hinter, das kam nicht aus dem Nichts. Und deswegen glaube ich, dass wir heute, Gott sei Dank nach diesem Hustle, in einer Position angekommen sind, wo wir die jüngeren Leute packen können. Also guck mal, deswegen sag ich hier Props an alle Label-Inhaber heute, die so seit 2005, 2006 am Start sind und jetzt die jungen Künstler unter Vertrag nehmen. So Massiv zum Beispiel, Bruder. Mhm, Massiv, Ramo hat der unter Vertrag genommen. Massiv, Bruder, Massiv, also der steckt da so viel Energie rein und der öffnet denen ja Wege. Ein Ramo, Bruder, mit so viel Street-Mentality, der wäre vor 10 Jahren, hätten alle zu dem gesagt, im Leben arbeiten wir nicht mit dir zusammen. Mhm. Ein Massiv ist aber schon in so einer Position. Heute kriegen die Nike-Deals. Und das ist durch einen Massiv, weißt du, weil der ist durch den Hustle gegangen. Der hat richtig Dreck gefressen, damit der hier hinkommt. Und das ist halt geil, weißt du, deswegen glaube ich, ja, dass wir das so nutzen. Ja, das ist ja das eigentlich, was man vor 10, 15 Jahren immer gesagt hat, wenn einer von uns endlich mal da sitzt, dann können sich die Dinge ändern. Jetzt, genau, jetzt ist es soweit. Jetzt können die Leute tatsächlich. Aber es sitzen noch zu wenige von uns da, deswegen sind wir da mit diesem geilen Podcast. Schnecke, wie geht's? Jetzt noch, bei uns ist ja, unsere Mentalität ist ja eigentlich, wir haben auf die ganzen Sachen gar keinen Bock. Wir wollen das nur machen, damit wir sagen können, jetzt sind wir auch drin, wir haben uns gefickt. Nur darum geht's eigentlich. Aber Podcast läuft gut, Alter. Also ich krieg mies gutes Feedback. Doch, ich auch, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Cenk. Also Mama ruft zwischendurch immer an und sagt, du sollst nicht so auf Tourensohn sagen, aber ich glaube, ich hab von einem so einen Kumpel, der so, ey Bruder, Hammer. Wirklich Hammer, wie er das macht. Aber müsst ihr so oft Hurensohn sagen? Aber Bro, warte, jetzt kommt das. Da habe ich drüber nachgedacht. Ich so, ey, scheiße, das ist echt uncool. Weil, keine Ahnung, vielleicht will ich das echt meiner Mutter zeigen oder so. Ich habe das gestern meiner Mutter gezeigt. Echt? Ja. Nee, vorgestern auf der Fahrt, wo ich die abgeholt habe. Der so bei Hurensohn immer so 15 Sekunden nach vorne. Kennst du beim Handy diese neue Funktion? Direkt, Bro. Weißt du, was das Ding ist? Nee, aber ich will dir was sagen. Danach habe ich drüber nachgedacht. Ey, danach habe ich mir so YouTuber reingezogen, Bruder. Ne? Da ist so ein Pärchen. Weißt du, worüber die reden, Bruder? Wie die sich zusammen Pornos angucken, wann der eine masturbiert. Was sagst du, Rala? Das ist gerade, was du gerade gesagt hast, das ist 100% vom Scheitern. Und dieser Mann, der daneben sitzt, ne? Don? Hast du kein... Bruder, Ab. Ich schwör's dir, Bruder. Wallah, Bruder, du sitzt mit deiner Freundin da und die erzählt, wie ihr Pornos guckt. Und dann soll ich mich schämen, dass wir Hurensohn sagen in unserem Podcast. Ja, du Hurensohn. Bruder, unsere Eltern kennen uns doch seit Tag 1. Meinst du, die hört nicht, wenn wir telefonieren, wie wir telefonieren, was wir sagen? Aber echt, ne? Ja, immer die, und Scheiß, wenn ich das sehe, denke ich mir, nein, wir sind richtig, wir sind fast schon Pussys, Bruder. Ja. Ich schwör's dir, wir sind voll lieb. Ist alles in Ordnung. Guck mal, wie die Amis machen. Fuck you, motherfucker. Ja, bei denen, Bruder, die hauen richtig. Ich finde nämlich auch, vielleicht muss man darüber auch mal reden. Ich glaube, dieses Hurensohn ist auch so das neue Motherfucker. Also im Deutschen, weißt du? Wie die Amis Motherfucker benutzen wir so Hurensohn. Ist immer im Kontext. Genau, das ist das. Der Cenk benutzt es relativ wenig. Aber der auch nur wegen seinem Sohn, damit er das nicht mitbekommt. Sonst fragt er nicht mehr Mama bisschen, und Baba. Ja, ich muss ja, falls noch irgendein zukünftiger Arbeitgeber das mal mitkriegen sollte, muss ich ja noch. Ich muss sagen, dieses Fluchen. Aber iTunes nimmt uns nicht wegen diesem Scheiß. Ja, Mann, das ist das schon mal das erste Problem. iTunes geht nicht. Ey, an alle, die iTunes hören. Scheiß auf iTunes, geht auf YouTube, komm, wir geben euch Bällisch einfach auf iTunes, oh, eigentlich geben wir das überall Bällisch, ne? Bei Spotify auch. Überall, Bruder. Nee, aber auf, ihr könnt, die es nicht auf iTunes gerade hören können, weil Boykott ist da, könnt ihr auf YouTube gehen. Ja. Und wir machen es auch, ab nächste Folge machen wir Video. Ja, sollen Scheiß wir? Drauf, ja. Jetzt in mein neuer Raum hier, Bruder, wir haben jetzt so unser Podcast-Studio. Kann man eigentlich machen. Falls es hier gerade noch ein bisschen halt und so, wir sind das noch am Ausbauen, den Raum. Ja, der Kann Raum. Sein, dass ihr euch jetzt fragt, hey, das ist nicht wie die Folgen davor, aber wir arbeiten gerade noch dran und es wird auf jeden Fall geil. Und es ist trotzdem geiler als andere Podcasts. Sexy Balance! Ja, also
wie gesagt, ich wäre auf jeden Fall für Essen. Alpascha, denk, anderen Vorschlag? Übrigens, ich würde ein paar Kirschtaschen mitnehmen. Du Wichser, Alter. Das müssen wir jetzt 100 Jahre vorhalten, ne? So, okay, guck mal, damit zu eurer Erklärung. Ich war gestern bei McDonald's. Warte, lass mich erklären, Bruder. Okay. Weil für mich ist das als... Du bist objektiv. Ich gucke mal objektiv nach außen und ich liebe das, wenn so zwei Brüder sich streiten wegen Scheiße. Wir streiten uns. Bruder, ich kann nicht alles erzählen, weil sonst werden die Leute mich ficken. Jam war gestern bei McDonald's. Cenk schreibt, ihm, funktionieren diese Apfeltaschen bei McDonald's? Der Jam sagt, ja, die funktionieren. Cenk sagt, korrekt, dann bring eine mit. Jam sagt, ja, aber ich bin ein bisschen weiter weg, nicht da bei Cenk. Also Cenk hat auch einen McDonald's bei sich. Cenk sagt, ach so, okay, dann gehe ich bei mir ansonsten. Jam denkt, ich rufe Jam an, sagt Jam, Bro, wir können dein Auto jetzt abholen aus Dormagen. Jam scheißt auf Cenk und fährt mit mir nach Dormagen. Cenk sitzt seit gestern Abend genau da, wo er jetzt gerade sitzt und wartet auf seine Kirschtasche. Ich scheiße auf diesen Hund, wir brauchen diesen Hund nicht. Ja, das war keine Absicht. Nee, Alter. Ich habe die Story ein bisschen verfälscht. Nee, im Grunde genommen ja, beide schon. Ne? So. Nur, dass wir uns mit Cenk aneinander vorbeigeredet haben. Weil er ich habe schon ganz deutlich angesprochen, aber auf, du bist wir, ja wir können das ruhig Alter. So stehen lassen. Willst du das vor den anderen nur so scheiße dastehen lassen? Okay, vom Hunger zurück zur Musik. Aber echt, habt ihr diesen Song gehört über Hanau von Asimemo? Der ist ja aus Hanau, ne, der Asimemo? Ja, stimmt. Genau, der hat, krass, Mann, der hat echt viele Rapper zusammengetrommelt. Cool Savage, boah, wer noch? Manuelsen ist, glaube ich, drauf. Wie viele? 18 Rapper? 18 Rapper, ja. 18 Rapper. Und es soll noch eine Extended Version geben, wo Xavier Naidoo die Hook singt. Aber ey, in dem Song singt Rola, glaube ich, ist das. Singt die letzte Warnung ist schon längst vorbei. Und wir hören uns in 10 Jahren wieder. Ja, ja. Aber die dachte sich, also. Was ich mir dachte, wie krass diese Hook von Xavier Naidoo ist. Ja. Also wie viel Impact die hat, wie viel Bedeutung die hat. Hatte, und der scheißt da rein, Bruder. Jetzt hast du jetzt, weil ich, als ich die Zeile dann gehört habe von Rola, dachte ich mir so, krass, dieses Zitat hat irgendwie jetzt einen anderen Beigeschmack, Alter. Weißt du, was ich meine? Bro, der ist, also guck mal, ich weiß nicht, mit wem man das Ami-mäßig vergleichen kann. Könnte man sagen, er war der Joe Cocker, so mäßig? Oder Herbert? Ja. Also er war ja diese Herbert-Grönemeyer-Abteilung für mich, so. Ja, war, auch wenn ich nicht alles von dem gefeiert habe, aber so als Künstler vom Standing her war der ja wirklich da, so, ne? Der war einfach King, Bruder. Also so, keine und jetzt, Ahnung, ich find's echt traurig. Jetzt ist er gerade irgendwo neben Moneyboy und Young Huan irgendwie. So, weißt du? Also, sogar tiefer, Bruder. Ja, irgendwie schon, ne? Bruder. Keine Ahnung, also ich find's einfach nur, ich find's traurig. Hätte einfach nur in irgendeiner Jugendsendung Kokain verherrlicht, das wäre noch tragbar gewesen. Aber echt, Alter. Ey, aber meint ihr, der hat ein Drogenproblem und macht das deswegen? Vielleicht hat der ja wirklich so, Bruder, irgendein Drogending. Und ja, ich glaube, also Problem definitiv. Ich weiß nicht, der ist einfach, keine Ahnung, der kommt auf jeden Fall nicht klar, Bruder. Also der ist auf jeden Fall nicht normal in der Birne. Ich denke, das sind safe irgendwelche Drogen. Also irgendjemand, der Kontakt zu dem hat, ne, packt mal aus. Erzählt mal ein bisschen, was nein, Bro, ist das ich für sag, Typ. Ey, ich hab ein paar, also ich kenne ein paar, die ja aus seinem alten Kreis sind, so Brothers Keepers Zeiten und sowas. Bro, die sagen, also sogar die sind so ein bisschen überrascht, Alter. Sogar die sagen so, ey, keine Ahnung, Mann. Der Typ ist... Bruder, was würdest du auch so sagen nach so einer Statements? Also das Statement von heute Morgen, ne, ich war so richtig geschockt, Alter. Ohne Witz. So, Keine Ahnung. Egal, wir gehen also jetzt wieder hätte, auf das Thema zurück. Hätte der einfach das gemacht, was Adidas gemacht hat. Habt ihr gesehen, Adidas? Nee. Die wollten, die haben ja durch diese Corona-Scheiße, setzen die ja Mieten aus. Die können beantragen, dass du keine Miete hast. Ja, H&M und so hat es. H&M auch, genau. Ja. Stimmt, H&M hat sich noch nicht geäußert. Aber auf jeden Fall, Adidas hat sich jetzt, die haben halt voll den Todes-Shitstorm bekommen. Ja. Und dann hat Adidas zurückgerudert. Und das hätte Xavier vielleicht auch mal machen sollen, weil die haben ein krasses Statement abgegeben. Die haben richtig so, ey, tut uns leid und also wir haben jetzt die Miete gezahlt und das war gar nicht so, wie ihr das aufgenommen habt. Und also die Entschuldigung habe ich den abgekauft. Also ich fand die gar nicht mal so schlecht. Geil. Aber scheiße, war die das? Ich will diesen verdammten Nike-Schuh haben. Also eigentlich habe ich einen Kontakt. Ich könnte meine Jungs von Pluggy anhauen. Ich habe ja auch, meinen Hehler, den ich in der letzten Episode erzählt habe. Die haben echt, Bruder, die haben hart. Also wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Was denn?
Ich bin dann auf eBay Kleinanzeigen gegangen, hab mir neue Jordan 6er bestellt. Boah, die Jordan 6er hätte ich auch vom Plagi bekommen damals. Die sind neu. Die habe ich für 160 jetzt gekauft. Was? Ja, aber nagelneu. Also Shoutouts an Plagi an der Stelle. Das sind drei richtig geile Jungs, die hart Sneaker Habibi Plagi, ruf mich mal an. Und auch wirklich so auf ihrer Seite, auf Instagram, plagi.de findet ihr die. Aber macht nicht so Dings Wucherpreis. Ich weiß, heute Bro, ist der Schuh rausgekommen und ihr könnt jetzt 400 Euro verlangen. Das ist wirklich kein Placement, weil aber Bro, kein Cent dafür. Aber das sind coole Jungs und die haben echt krasse Schuhe, Bruder. Hier, guck mal. Nur damit du mal so eine Idee hast, Bruder, was hier abgeht, weißt du? Guck mal, die hier sind schon... Boah, die 1er Jordans, Bruder, die mit dieser farbigen Sohle ist schon ein anderes, geil, Bruder. Alter. Auf jeden Fall, kann ich die mal fragen? Ey, nächste Folge, würde ich sagen, Gast. Gast, habt ihr Bock? Ja. Aber auf wen? Ich glaube, Banaisa hat Bock. Ey, ich habe heute mit Ado telefoniert, ne? Und ey, warte mal, den Schuh hatte ich doch auch, Alter. Vor 2014, dieser schwarze, boah, krass, Alter. Nein, warum habe ich den weggeschmissen? Auf jeden Fall habe ich mit Ado krass, ich habe gerade einfach gemerkt, dass ich so einen Lebensfehler gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich mit Ado telefoniert und Ado so, ey, geil, ich habe auch Bock auf die Show. Also sind auch ganz viele, die auch noch Bock auf die Show haben. Shoutouts an Nadesh. Nadesh ist eine Freundin von uns, die ist auch hart lustig unterwegs, die hätte auch Bock. Die Badette, meinst du? Die Badette, genau. Wir laden eh nur Leute ein, auf die wir Bock haben, die wir geil finden. Ja, ob die jetzt bekannt sind oder nicht, ist uns eigentlich relativ scheißegal. Daher, ich glaube, wir machen mal so eine Auswahl an Leuten und dann peu à peu. Ja, ich glaube, nächste Folge, also ich habe mit Bereister geredet, der meinte, ey. Der hat Bock? Doch, doch, doch. Müssen wir den auch so jetzt? Also, ich glaube, der hat keinen Bock, aber der denkt sich, was soll ich machen, Alter? Ich finde aber, wir sollten Gäste einladen und, also zwei Gäste einladen und dann kloppen die sich darum, wer die Folge wirklich macht. Ey, ich sag dir was, ne? Ich habe ja immer gesagt. Wie die Kardashian-Schwestern. Ich hab gesagt, wenn ich sowas mache wie hier, ne? Wollte ich ja immer so. Also, ich bin ja ein bisschen gestört. Zum Beispiel früher als Jugendlicher, ne? Hab mir, also auf dem Schulhof, hat mir das Spaß gemacht, zwei Leuten zuzugucken, wie die sich boxen, Bruder. Richtig. Wie war das Spiel nochmal, Mankind, wo andere sich angucken, wie Leute umbringt? Ey, naja, nicht so krass, Bruder. Ach so, Manhunt. Manhunt. Aber ich hab das. Es gibt auch einen Begriff dafür, ne? Für diese, diesen Voyeurismus. Ja, das hat dir Spaß gemacht? Ja, ich fand's cool. Also, ich sag dir, wenn's Palaver gab, so als ich 15, 16 war, und wenn die sich nicht geboxt haben, zum Beispiel kennst du dieses stundenlang Schubserei, ja. Da bin ich ausgerastet. Dann hab ich die gehauen. Ja, Bro, ich schwör's mir, entweder ihr boxt euch jetzt. Oder ich boxe euch. Ja, entweder ihr boxt euch jetzt oder ich boxe euch, Alter. Nee, aber was ich sagen will, ist, ich hab gesagt, wenn ich irgendwann sowas mache wie hier, ne, hab ich immer gesagt, ich lade alle die ein, die Beef miteinander haben und sowas. Und dann boxen die sich. Und dann mache ich richtig Fitner, Bruder. Richtig. Bruder, ich kann nicht alles erzählen, weil sonst werden die Leute mich ficken. Weil du musst dir vorstellen, in der Comedy-Szene, ne? Bruder, weißt du, was da alles los ist? Weißt du, was in der Hip-Hop-Szene los genau. ist, Bruder? Genau. Deswegen, Bruder. Aber die Hip-Hop-Szene ist das Problem, ist die Straße ist mit drin. Das heißt, die Rapper reden in Interviews nicht. Die müssen so ein bisschen vorsichtig sein. Mm. Die Comedians sind ja einfach nur, das sind einfach Ratten, Bruder. Und deswegen wollte ich immer so, geil, wenn ich die hinhole, Bruder, dann so, ja, okay, erzähl mal jetzt, was ist da passiert? Gerade richtig gut für dein Business. Die Comedians sind aber, toll, Bruder. Jeden Ruf von jedem Comedian einfach gefickt. Nein, nein, natürlich nicht alle Comedians. Ey, ich mach nur Spaß. Ey, wer ist eigentlich so der witzigste Typ von denen, mit denen du mal abgehangen hast? Wer so wirklich auch im Privat einfach ultra ey, guck mal, ich muss, das glauben mir viele nicht. Aber es ist wirklich, also das Ding ist nicht, weil ich ihn 15 Jahre kenne. Banaisa ist wirklich, also der ist wirklich lustig. Du kannst mit Banaisa nicht viel Ernstes reden. Also der ist so, kein Clown, aber der nee, ist nee, einfach... Nee, ist gar nicht Clown, also aber er nimmt ein ernstes Thema zum Beispiel und bringt dann dich droppt auf jeden er Fall... so eine Line. Genau, er bringt dich zum Lachen irgendwie. Das ist jetzt Banaisa. Lassen wir aber Banaisa raus, weil jetzt werden sagen, ja, du bist ja beste Freunde, bla bla bla. Enisa ist sehr lustig. Enisa ist wirklich, die ist aber also auf andere Art und Weise. Die ist voll serious. Du kannst mit der so 2-3 Stunden über die krassesten Sachen reden. Aber, die hält dich nicht auf Depression. Das heißt, irgendwann lachst du. So, also zwischendurch lachst du immer wieder und dann switcht die wieder zurück auf Ernst, weißt du? Mm. Sehr lustig. Boah, wer noch? Nee, andere mag ich alle nicht. Nee, Quatsch, Mann. Nee, die anderen sind schon, die haben jetzt nicht so dieses, also das ist krass bei Comedians. Die sind sehr oft im echten Leben, sind die ein bisschen ernster.
Tatsächlich. Mhm. Also sie sind viel ernster. Sobald die aber auf die Bühne gehen, ist halt dieses, dieser Klassiker, ne? Aus Tragödien entsteht die Komödie. So. Ja. Und ich glaube, Menschenleben sind die meistens sehr ernst. Aber an sich sind die schon positiv eingestellt. Also sind schon so. Aber Banai ist das einfach, Bruder. Du kannst nicht mit dem eine Stunde sitzen, ohne nicht irgendwie gelacht, gelacht zu haben. Weißt du? Was ich fragen wollte, ne? Mhm. Ich habe gestern, war Release-Tag. Freitag, also in der Nacht war, die ganzen Songs kamen raus. Und Bro, das ist so viel, Alter, so viele Songs einfach, das ist krass, normal, ne? Alter. Ist krass. Was ich mich aber gedacht, was ich mich gefragt habe, ne? Findest du die Entwicklung geil, Bruder? Ich finde die Entwicklung richtig gut. Das, Bruder, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Also, wo alle damals gesagt haben, boah, ne, Streaming und so, da hatten die halt Angst, dass sozusagen sich dann ihre Alben nicht mehr verkaufen. Ja. Weil wenn du einen Song natürlich für 3 Cent streamen kannst, wer soll noch dein Album verkaufen? Was die meisten natürlich zu der Zeit vergessen haben, ist, dass jemand dein Album nur einmal kauft, aber deinen Song wahrscheinlich 8-mal streamt, mindestens. Ja. So, ne, wenn er den gut findet. Ne, das Business-Aspekt, aber ich meine auch so von der Musik selber. Von der Musik her, Bruder, also es gab auch damals schlechte Musik. Die gibt's heute auch, nach wie vor. Es hat sich alles natürlich von der Relation her mit weiter nach oben oder weiter nach unten entwickelt. Das kannst du jetzt sehen, wie du willst. Aber ich finde, es ist immer noch dasselbe Business as usual, Alter. Und aber Rap fängt sich, also Hip-Hop fängt sich immer wieder ein. Immer wenn es so ein bisschen zu cheesy, zu modern oder zu Mainstream wird, dann kommt halt immer wieder einer und macht dann wieder so eine Street-Sachen, wo man, okay, alles klar, Alter. Weil, weißt du, was ich krass finde? Zurück zum Punkt wie Haftbefehl jetzt. Ja. Das ist ein neues Album. Ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr wild, Alter. Ja, ja, ich feier ihn so krass. Schau mal, das ist Rock'n'Roller, Haftbefehl, oder? Nee, weißt du, was krass ist, finde ich, ist, wie klein, es kommt so viel Releases, wie klein der Rap-Kosmos eigentlich ist. Weil, oder wie groß, oder je nachdem. Nee, eigentlich nicht. Weißt du warum? Wenn du überlegst, deswegen frage ich dich das gerade, alle, die du heute erlebst, ne? Und zumindest die Label-Chefs zum Beispiel, ne, von der neuen Generation, sind ja Leute, die zu euren Zeiten schon am Start waren. Also es ist eigentlich aus derselben, es kommt alles aus derselben Family und deswegen hat Rap sich hart verändert, finde ich, seit 2005. Weil die aus den 90ern sind, die Rapper, ne, die haben heute gar keinen Einfluss mehr. Nee, die sind raus, die sind komplett raus, Alter. Ja, aber die haben halt den Fehler gemacht, den wir nicht gemacht haben, die haben das Neue verteufelt. Und alles, was nicht so war wie die, haben die nicht angenommen. Die haben gesagt, okay, das ist Hip-Hop und was anderes akzeptieren wir nicht. Das ist so, das waren auch die stigmatisiert, die jedes Mal gerappt haben, Rap ist tot. Ja. Genau, so, weißt du, und Bruder, Entwicklung, also wie bei allem, ist Entwicklung einfach der wichtigste Teil, um eine Sache wachsen zu lassen. So, weil, wenn du dir die Namen durchgehst, Bruder, ne? K1, Manuelsen, PA Sports, Farid, Summer, wen gibt's noch? Die sind ja alle aus diesem. Also die kommen alle von da, Bruder. Ja, ja. Weißt du? Also das ist krass. Und die sind heute immer noch irgendwie, genau, die sind erfolgreich und die haben die Next Generation gepackt und haben ihre Finger auch noch mit drin. Ein PA hat Jamule, ein Massiv hat jetzt diesen Rahmen. Oder Mix und McCloud sind für mich genauso. Ja, die sind ja von klein auf, die waren ja die Jugend, wie alt waren die? Genau, 17, 16? Die sind ja jetzt sozusagen auch Gamemaker, so, weißt du? Also und wie alt waren die, Bruder? 17, 16, als sie zu euch kamen? Ja, also locker, die sind halt mein Alter so, ne? Das ist krass. Und deswegen finde ich krass, wie die. Also ich finde es cool. War ja auch in der Umgebung. Also, ne, es ist alles mitgewachsen, Bruder, aber. Und das finde ich geil, gesagt, weißt du? Der Kuchen ist so riesig, Alter. Und ich finde es auch geil, dass man, dass das alles viel freundlicher geworden ist und das Beef nicht mehr so krass im Vordergrund steht, wie es früher mal war. Die Neuen, die geben da gar nichts drauf, Bruder. Ich glaube, die einzigen, die Berliner haben immer noch diese Probleme. Genau, aber das ist mal so eine Street-Mentalität, ja, weil, ne, weißt du? Aber so, Bruder, also, was juckt jetzt zum Beispiel so ein. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, Alter. Aber was juckt die Leute das jetzt so, sich miteinander zu beefen? Weil der Kuchen ist groß genug. Und wie gesagt, die Schlechten gab es auch früher. Du hast, Bruder, wie oft hast du von irgendwelchen Leuten mal Mixtapes bekommen? Oder auf MySpace hat er was hochgeladen oder was auch immer. Ja. Die hatten nur nicht so eine, also die konnten nirgendwo stattfinden. Bei Spotify hast du jetzt eine Playlist, Alter. Klar. Du hast Modus Mio, Deutschrap brandneu, Shisha Bar. Du hast Untergrund. Du hast, was weiß ich nicht, Alter. Also voll, ne, viel, ne? Du hast halt mehr Plattformen, wo die jetzt stattfinden können. Und jetzt siehst du natürlich, boah, Alter, wie viel Rotz. Aber den Rotz gab es früher auch. Nee, klar, so also von dem Rotz meine ich auch. Also oder der wurde halt in der Juice groß gemacht und dann das, so schön geredet. Ja, ja, genau. Ich finde es einfach geil. Ich finde es geil, dass die Leute von damals irgendwie jetzt einfach das Ding noch größer machen und die nächste Generation mitnehmen. Weil das haben die Rapper in den 90ern verkackt. Weißt du, ja, voll. Die haben es voll verkackt.
Naja, vielleicht laden wir mal ein paar Junge ein. Ich kenne ja noch so ein paar Leute. Ja, Mann. Vielleicht können wir da mal ein paar Leute ranholen und dann mal deren Meinung dazu hören. Weißt du, weil aus deren Sicht Sachen zu hören, ist auch natürlich immer sehr interessant, weil die das Ganze auch ganz anders wahrgenommen haben als wir so. Ja, wir haben eine krasse Story. Also Deutschrap-Geschichte ist auf jeden Fall krass geworden. Ja, es wäre auch mal cool, eigentlich mal so Gäste zu haben, die wirklich erfolgreich waren, ne, Brody? Du Wichser, Alter. Warte, ich will jetzt auch einen drücken. Das ist gerade, was du gerade gesagt hast, das ist 100% vom Scheitern. Echt, Alter. Okay, ich glaube, das war's für heute, Alter. Reicht jetzt auch. Mein Name ist Prodigy. Ich muss hier auch schon... Der Kleine ruft. Ja, Mann. Mein Name ist Hakim. Mein Name ist Prodigy. Mein Name ist Jank. Peace in the Middle East und Free Willy. Jank.